Tada! Die Wasserlieferung ist da und zwar für Julia. Die hat die April-Verlosung im Hahn-Adventsclub gewonnen. Und ja, eine Jahreslieferung Geroldsteiner. Das ist noch nicht die ganze Jahreslieferung, aber schon ein großer Teil davon. Und die bringen wir jetzt Julia vorbei. Und ich hoffe mal, das Haus hat 1, 2, 3, 4, 5 Stockwerke. Ich hoffe, sie wohnt nicht im 5. Stockwerk. Sonst kommt noch eine extra Trainingseinheit, Krafttraining und Kistenschleppen hinzu. Ha, 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 baby, don't get me wrong. You have been singing the same old song again. Ganz oben dein Name heißt, dass du wohnst im 5. Stockwerk. Juhu, das heißt, wir dürfen Kisten schleppen. Ja! It's all a mess. Since you started going out, I've been seeing you much less. I've forgotten. Weil an dem Abend, da waren wir halt mit Freunden was essen und dann hatte ich da kein Handy Empfang und dann bin ich irgendwie mal auf die Toilette hoch und dann hatte ich Empfang und dann war so ganz viel Facebook-Linke-Symbole auf meinem Handy. Ich runtergerannt zu meinem Freund und dann, ich muss dir was erzählen, ich muss dir was erzählen. Wir haben das nächste Jahr Wasser. Wir müssen nie wieder Wasser kaufen. Also bisher habe ich ja nur Leitungswasser getrunken, weil wir wohnen im 5. Stock und dann war ich immer zu faul, um die Kisten hochzuschleifen. Ich mache ja sonst nichts für die Arme, also meine Arme bin ich echt schwach und dem ist vielleicht ganz gut, dass ich jetzt dann immer die Kisten hochschleife. Der zweite Teil kommt in den Keller. And you might find that everything falls into place just like it should. If this is love, I'm getting off. Take me home. Also ist jetzt Julia abgeladen. Für uns geht's wieder zurück. Und wir sehen uns in Frankfurt, würde ich sagen. Bis dahin kannst du noch Wasser tanken und dann mit der besten Energie dann über die Straßen Frankfurts rennen.